told a bitch you motherfucking right. Yes, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Das war 2 Chainz im Remix mit Lil Wayne auf seinem Track Motherfucking Right, welches er einer Bitch told, völlig zu Recht. Die Cis-Männer, die weißen Cis-Männer eures Vertrauens sind zurück. Mein Name ist Felix Lobrecht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Ich habe Tommy schon ein bisschen vorgewarnt. Ich bin so ein bisschen merkwürdig gelaunt. Du bist Dr. Alban heute, ne? Ich merke das schon. Ich bin Dr. Alban und ich kann dir auch genau sagen, warum. Ich hatte nämlich einen richtig komischen Tag heute. Oh Gott. Ich sag mal, warum ich jetzt gerade akut albern bin. Ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft fürs Schlafzimmer. Ich wollte nämlich schon immer mal so ein Assi. Fehler. Ja, genau. Ich wollte schon immer mal so ein Assi sein, der einen Fernseher im Schlafzimmer hat. Ja. Hatte ich nämlich noch nie. Und ehrlich gesagt brauche ich es auch nicht. Aber Tommy, du erinnerst dich 4 Folgen zurück, als ich 10 Folgen zurück wahrscheinlich. Das hat ewig lang gedauert. Ich habe mir noch ein neues Bett gekauft. Ja, und da brauchen wir einen neuen Fernseher. Genau, und das ist mit einem Delay von unglaublichen 5 Wochen ist es vorgestern angekommen. Und jetzt ist das neue Bett war so viel schöner als das restliche Schlafzimmer. Kennst du das? Wenn so ein neues Möbelstück einfach alles bisherige so richtig umwirft. Das ist so wie wenn so ein neuer, gut aussehender Typ in die Klasse kommt und auf einmal ist allen anderen Jungs klar, in dieser Stufe bumst hier niemand außer der Neue. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja. Dieser Typ war quasi mein Bett. Ja. Und deshalb habe ich jetzt alles. Ja, mein neues Bett ist einfach zu schön für mein Schlafzimmer gewesen. Okay. So, du siehst vielleicht auch, es ist ein anderer Hintergrund hier, denn ich nehme jetzt nicht mehr im Schlafzimmer auf. Ja, es ist wirklich ganz anders. Ja. Also ein ganz anderer Winkel. Ja, das ist, weil das Podcast-Equipment zu hässlich für mein neues Bett ist. Aber es muss ja wahnsinnig schön sein. Hast du dir so ein Funky-Bett? Pennst du jetzt in so einem Ferrari F40 oder was ist das für ein Bett? Ist es ein Boxspringbett? Ja, es ist ein Boxspringbett. Das könnte es könnte entweder in einem sehr teuren Puff stehen. Ja. Oder in einem guten Hotel. Okay, Tommy, nächste Frage. Hat jemand Lust auf Topfschlagen später noch? Hinter den Dünen? Nee, egal. So, nächste Frage, ja. So. Interessante Frage. Was ist dein geübtester Handgriff bei dir zu Hause? Also so im Alltäglichen, so im Haushalt. was ist so dieser, wo du dich so richtig fühlst, wie hier bin ich zu Hause, hier kann ich zack, 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 zack und fertig. Ich mache wie eine Powerfrau. Beim schnellen Kochen mache ich mit der Hüfte die Besteckschublade zu. Da fehlt wirklich nur noch so Buena Vista Musik, so Chan Chan, zack, mach ich ein Tuna-Filet. Ich habe mir ein Bett gekauft. Furchtbar. Ich habe ein neues Bett gekauft und es ist so eine komische Situation, wenn wir waren in so einem Bettenladen und dann habe ich gesagt, ich suche ein Bett und dann waren da 2 so eine Berater, da war sonst niemand in dem Laden und dann haben mir einfach die ganze Zeit so 2 Männer beim Liegen zugeguckt. Also ich meine, machen Sie sich mal bequem und dann bist du da so ein erwachsener Mann, der so von 2 anderen erwachsenen Männern umringt, da sich so einschnuffelt und sich dann so und dann so tut, als wenn es gerade keine komische Situation wäre, dass mir gerade fremde Männer beim Liegen zugucken. Sehr gut. Ja, das ist witzig. Also so entspannen in der Öffentlichkeit. Das ist auch so ein Produkt, wo du in den Laden gehst und nicht, du kannst da nicht sagen, so, ich brauche ein schwarzes Auto, ich brauche einen schwarzen Golf 3, bla bla bla. Oder so so wirklich dezidiert auf das Produkt eingehen. Man braucht halt ein Bett. Ich google gerade. Koala sind keine Bären, steht hier. Ah ja, sehr gut. Ich hasse so eine Sachen, die so. Gab es auch in der letzten Folge, habe ich ja irgendwie erzählt. Hast du mich, glaube ich, gefragt, irgendwas mit welches Insekt finde ich gar nicht schlimm? Da habe ich gesagt, Spinnen. Da habe ich auch 1000 so eine 9-mal klugen Nachrichten bekommen. Spinnen sind gar keine Insekten. Ja, doch. Doch. Ja. Jetzt nochmal offiziell, Spinnen sind Insekten. Ab jetzt sind Spinnen Insekten. Ja, das ist wirklich egal. Ja, das sind auch so Leute, so, ja, Erdnüsse sind gar keine Nüsse, das ist eine Hülsenfrucht. Ja, Mai. Wer hat dich auf diese WG-Party eingeladen? Geh bitte. Ja, aber das ist nicht so. Bananen sind ja auch eigentlich Beeren. Aber da gibt es doch immer so. Es gibt immer so eine Sachen. Es gibt auch so, ja, Thunfische sind gar keine Fische, sind eigentlich Katzen. Ja, okay, meine. Es gibt immer so Leute, die an so,
so eine neunmal kluge Einordnung da irgendwie noch haben. Ja. So ein Tier ist als allererstes mal das, was ich sage, was das ist. Ja. Ja. Und wenn eine Erdnuss keine Nuss ist, dann soll sie aufhören, Nuss zu heißen. Ja, ja. So, dann soll sie Erdhülsenfrucht heißen. Solche Leute kommen auch an Silvester um 0:02 zu dir und sagen, hör mal, du hast dich vielleicht zum letzten Jahr gar nicht verändert. Oh, kultig, Prost, was Neues. Also solche Leute. Oh, ich war noch nie kacken dieses Jahr. Ja, hahaha, ey, es ist 0:02, Philipp. Das ist ein richtiger Philipp-Joke, ey. Schon mal aufgefallen, Philipp ist irgendwie, glaube ich, der komplizierteste. Der Name Philipp ist der deutsche Name, wo man die meisten Nachfragen stellen muss, weil es gibt zu viele Schreibweisen. Ja, ja. Ich hatte ja schon im Podcast öfters mal erzählt. Aber von Sadisteneltern, die so, Sarah heißt du, wir nehmen dir das H weg, damit du dein ganzes Leben, oder wie Sarah Wagenknecht, einfach mal in die Mitte das H ziehen. Aber man muss sich da mal klar machen, man fängt immer wieder in kreativen Erzeugnissen von null an. Und es macht mich immer so traurig und fast schon wütend, dass dieses eigentlich dämlich, aber dann ja doch nicht abgedroschene Zitat von John Lennon halt immer wieder passt, dieses Life is what happens to you while you're busy making other plans. Also das ist ja so. Also es ist wirklich, also ich versuche das immer, das ist halt abgedroschen wie alles hat ein Ende, alles hat seine Zeit, aber es stimmt. Und es stimmt auch beides. Und da ist es genauso. Und dann muss ich ja akzeptieren, da hat der John mal einen rausgehauen. Der hat halt gesagt. Weißt du, welche Redensart auch voll stimmt? Hm. Zeit heilt alle Wunden. Ja. Weißt du, welche nicht stimmt? Wer A sagt, muss nicht B sagen. außer er will absagen. Ja, stimmt. Hier fliegt übrigens gerade ein Zeppelin vorbei. Das ist völlig absurd. Warst du schon mal im Zeppelin? Ich finde es witzig, dass du gerade als einen abgedroschenen Spruch, der einfach wahr ist, fast gesagt hättest, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich hab's genau gehört. Du hast angesetzt, so alles hat ein am Ende. Stimmt. So, Felix, erste Frage. Wann und wo onanieren Obdachlose? Nein, kleiner Scherz. Also, die Frage. Oh Gott. Also, erste Frage. Stichwort hier sind Gebüsche. Ja. Und bitte einfach, mal Bezug nehmen. Ich war eben in einem solchen Laden und habe nochmal gefragt, weil ich habe schon gehört, dass man das anders ausspricht, wohl in der Landessprache. Und es wird fin ausgesprochen. Ah, okay. Nicht mit A, sondern fin. Also dieses fin, musst du so ein bisschen, wie als würdest du quasi, sitzt im Auto und vor dir fährt, willst du ihn animieren, Appell, fahr los und dabei kneift er in die Eier oder so. So fin. Weißt du, so musst du es aussprechen. Und das mache ich ja nicht. Und dann hat sie nämlich gesagt, also so spricht man das aus. Ja, okay, dann hätte ich gern die Faux, bitte, weil ich kann das nicht. Und das ist ein neues Wort, was ich weiterhin falsch aussprechen werde, weil ich kriege das nicht übers Herz. Wir hatten vier Fins bestellt. Das geht nicht, oder? Nee, das ist wirklich nicht in Ordnung. Würdest du mit dem Learning, was du jetzt verpasst bekommen hast, auf gar keinen Fall korrekt aussprechen? Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Das ist auch, das klingt fast schon offensive, wenn man das so ausspricht. Also es klingt total. So, klingt wie so ein ignoranter Deutscher, der sich so Xing-Shang-Shong-mäßig, weißt du so? Der stimmt. Der so einen macht, ey. Ja, ich kenne ja immer die Xing-Shang-Shong-Suppe mit dem Bruce Lee. Weißt du, so ein, so ein richtiger Ekliger. Beim Sushi-Laden reingehen, erstmal verbeugen. Ja. So, weißt du so? Oder? Wir hatten bestellt. Nein, also. Oh, Fahr, ey, so, oh, oder so schlechte Comedians, die dann so heuer. Vorsicht, ich kann Mikado. Ja, oh, ey, so eine Dad-Jokes. So eine richtigen Pippi-Kaka-Comedians, ey. Ihre anderen Fragen waren aber nicht smart genug, als dass ich davon ausgehen würde. Ich wollte ihr gerade den Arsch retten und jetzt ist es wieder ein. Kennst du so Leute? Also, das tut mir jetzt richtig leid, aber kennst du so Leute, wo man so sieht, dass die dumm sind? Also, wo du so, naja, weißt du, was ich meine? Du bist so ein Arschloch. Ja, bin ich. Aber kennst du es, wenn du so Leuten in die Augen guckst und so siehst, wow, dahinter passit wirklich wenig. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist der Grund, warum wir nur einen Podcast haben. Ja, das eben. Ist der Grund. Einfach. Felix, ich muss noch sagen, was an mir das Kindischste ist. Das willst du doch bestimmt wissen. Boah, wir kommen ja überhaupt nicht voran hier mit den Fragen. Wir kommen überhaupt nicht voran. Das ist nämlich Frage. Ja. An mir das Kindischste sind ich bin. Warte, ich will kennst ran. Du ja, ja. Ah, nee, jetzt hast du schon eine Silbe gesagt. Kennst du Modern Family? Ja. Zufällig?
Ich bin so ein bisschen manchmal wie der Vater Phil Dunphy. Also ich bin sehr kompetitiv auch so Kindern gegenüber. Also wenn die, ich könnte jetzt so gegen Viertklässler nicht Memory verlieren und mich komplett ausrasten und würde Vollgas geben und lernen die ganze Nacht. Aber was bei mir, sowas ist kindisch, aber was an mir sehr kindisch ist, sind Spielzeugpistolen. Ich werde nicht müde, die geil zu finden. Das ist ganz schlimm. Wenn ich irgendwie allein im Raum bin und da ist eine Spielzeugpistole, dann bin ich aber sowas innerhalb von einer Minute James Bond und versuche die Welt, also ich bin wirklich kurz davor, mich durchs Wohnzimmer zu rollen und so. Und ich weiß auch nicht, also Spielzeugpistolen machen irgendwas mit mir. Das holt irgendwas aus mir raus. Da habe ich dieses Gefühl, wie wenn du nach so einem Thriller aus dem Kino rausgehst und sagst so, ich rette die Welt. Mach's. So ein Gefühl habe ich, wenn ich so eine Spielzeugpistole in der Hand habe. Ganz komisch. Ich stelle mich dann auch so an die Wand und so. Das ist so ganz uncool. Aber wenn mich da mal einer sehen würde, das ist ganz, ganz wild. Das Bild, Tommy, und darunter einfach mal die Audiospur von so einem regular gemischtes Hack Soundcheck legen. Ey, vor ein paar Tagen habe ich beobachtet, wie mein Auto stand unten an der Straße, ja. Und hier sind überall so Baustellen, deswegen ist es gerade ein bisschen nervig, hier zu 100% legal zu parken. Wenn man nicht irgendwie, Nähe Dresden parken will und den Rest läuft. So. Und deshalb stand ich, sagen wir mal, so mittelgut. Ich stand jetzt nicht so richtig eklig, aber ich stand so mittelgut. Ja. Dann habe ich von oben von der Terrasse beobachtet, wie zwei so eine Ordnungsamt-Ullis irgendwie mein Auto aufschreiben. Dachte ich mir, ja komm, mach, ist egal. So. Ja, ich 5 Minuten später nochmal geguckt, dann standen die da immer noch und haben dann da so rumtelefoniert. Und so, dann dachte ich mir, oh ey, lass den jetzt wirklich von da abschleppen, ihr Hörnis. Das ist jetzt aber auch wirklich nicht notwendig, ja. Dann dachte ich mir, dann habe ich die erstmal ein bisschen geärgert. Tommy, du kannst ja, wenn du einen Mercedes... Wasserbomben? Hast du Wasserbomben geworfen? Nee, Tommy, wenn du einen Mercedes zumachst, dann hupt der einmal so auf. Und immer wenn die so ein bisschen zu nah an meinem Auto standen, weil ich fand, die standen sehr nah an meinem Auto, habe ich immer so zugemacht, einmal so boop, und dann haben die sich immer so kurz erschrocken und sich dann Das hat ja fast was von Pierce Brosnan in Der Morgen stirbt nie, wo er einfach auf der Rückbank sitzt und mit so einem kleinen Handy den 7er BMW steuert das wäre sehr gut gewesen. Ja, jedenfalls, das habe ich zweimal gemacht in der Hoffnung, dass die dann irgendwie so das Interesse verlieren, aber geirrt habe ich mich. und dann standen die da immer noch, dachte ich mir, alle klar, dann parke ich den jetzt schnell weg. So, da bin ich runtergegangen, bin ins Auto gegangen, hab gesagt, hi, sorry, ich pack den jetzt weg. Und da meinten die, nee, wir haben jetzt schon einen Abschlepper gerufen. Da hab ich gesagt, gut, dann bestell den ab, weil ich fahr den jetzt weg. So, ich möchte hier nicht mehr in diesem Halteverbot stehen, ich werde dieses Auto jetzt wegfahren. Und die waren zu zweit und dann haben die, ich weiß nicht, ob die zu viel Miami Vice zuletzt geguckt haben oder was weiß ich, was mit den Jungs los war. Die haben sich angeschossen. Nee, der eine hat sich eiskalt vor mein Auto gestellt, direkt vor mein Auto, und der andere ist bei mir in die Tür gekommen und wollte nicht rausgehen. Er hat gesagt, sag mal, schickt mir halt eine Rechnung von der Anfahrt von dem komischen Abschlepp-Uli. Ich werde dieses Auto jetzt wegfahren. Ich warte doch jetzt nicht darauf, bis ihr das Auto abschleppt, obwohl ich den gerade selber wegfahren will. Was für ein unnötiger Stress für alle drei Beteiligten. Richtig unnötiger Stress. Und da bin ich auch und den Fahrer noch von dem Schlepper oder die Fahrerin. Ja, und da bin ich seit langem mal wieder so richtig angeeckt, weil die dann meinten so, jetzt geben sie mir erstmal ihre Personalien. Er hat gesagt, nein, ich fahre jetzt... Dürfen die das? Nein, eben. Er hat gesagt, nein, ich fahre jetzt einfach mein Auto hier weg. Ja, aber wie sollen wir denn jetzt wissen, wer gefahren ist? Nee, ich krieg doch sonst auch meine Post. Wenn ich irgendwo falsch geparkt habe über das Kennzeichen, werdet ihr das schon irgendwie rausfinden. Ihr schafft es, ich fahr jetzt. So, nee, entweder Personalien oder ich rufe hier die Bullen. Da hab ich gesagt, alle klar, mich ausgestiegen, hab gesagt, dann schlepp ab, schickt mir einen Brief und ich zeig euch an, ey. Und dann hab ich halt bei den Bullen angerufen dann, weil ich halt, ich muss ja dann fragen, in Berlin ist es irgendwie so, dass sie nicht mehr auf den Hof geschleppt werden, sondern einfach irgendwo umgesetzt zu irgendeinem Parkplatz. Ich nenne es auch liebevoll den Park-and-Ride-Service der Stadt Berlin. So. Ja. Und da habe ich halt irgendwie eine halbe Stunde später bei Berlin angerufen und gesagt, hier, ey, wo steht mein Auto? Und dann haben die mir das gesagt und da hat der Wichser das bis nach Tempelhof schleppen lassen, ey. Weil dann, als der Abschlepper kam, hat er bestimmt gesagt, hier, der Typ, dem das Auto gehört, der war ein Arschloch, so fahr den mal richtig weit weg. So, und dann haben die das da bis hinten an die Moschee am Flughafen Tempelhof gefahren, die Idioten, ey.
So, und dann haben die sich auch noch richtig blamiert, weil die irgendwie das zu ruckelig abgesetzt haben auf den Schlepper und dann ging schön die Alarmanlage los und dann ist der hier einfach mit meinem AMG auf seinem Schlepper hier mit Alarmanlage an über den Kotti gepäst. Da habe ich mir auch so, ja, hier die Blamage ist für euch Jungs. Scheiße. Und da habe ich bei der Polizei... Das hat ja so Spiegel-TV-Vibes. Ja, ey. Da habe ich bei der Polizei halt angerufen und habe gefragt, ob die das überhaupt durften, mich dann nicht wegfahren lassen. Dachten die, nee, wenn sie den Wagen wegfahren wollen, dann können sie den wegfahren. Dann zahlen sie halt nur die Anfahrt und deshalb warte ich jetzt, bis ich eine Anzeige kriege und dann wollen wir doch mal sehen. Ja, ey, ich könnte gerade bedeutend besser über irgendwelche chemischen Formeln von Brom reden als über Wisconsin. Bist du auch jedes Mal überrascht, dass Hawaii auch dazu gehört? Es ist immer so, ja, Live-Ticker, Biden gewinnt Hawaii. Was haben die denn damit? Ja, stimmt. Hawaii ist auch so richtig weit weg, ey. Ja. Boah, komm, aber hört ihr das, Leute? Das ist unsere Ami-Expertise. Hawaii ist auch richtig weit weg. Da ist unser wahlanalytisches Niveau zu verorten. In Hawaii ja, ist richtig weit weg. Ja, aber auf so einer vorgelagerten Insel, aber nicht Honolulu-Stadt, sondern einfach vorgelagert. Irgendwo da ist unser Knowledge bezüglich der Wahl. Scheiß wissen wir, ey. Wenn du mir sagst, Wisconsin liegt am Indischen Ozean, ich würd's dir glauben, ey. Ich denke, ja, komm. Das fand ich, was Jimmy Kimmel getwittert hat eben, dass er gesagt hat, Donald Trump sollte nur Staaten gewinnen, die er auf der Landkarte auch zeigen kann. Das ist ganz witzig. Was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, Tommy, heute war der mit Abstand niveauloseste Soundcheck deinerseits. Ja, stimmt. Nochmal kurz, um die Leute abzuholen. Felix und ich müssen ja immer, also früher, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, da haben wir uns richtig einen langen Soundcheck gemacht. 1, 2, 3, 4 oder wie so Musiklehrer so mom, 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 dim, 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 dim. Und mittlerweile ist das wirklich ein so würdeloses und wenig enthusiastisches Ding. Man drückt dann kurz Rec und macht so 1, 2, 3, 4 Podcast, 5, 6, 8 Hitler. Und heute habe ich mich dazu hinreißen lassen, einfach zu sagen, ich glaube, Ingo Zamperoni hat einen großen Penis mit dicken Adern dran. Das war mein Soundtrack heute und ich schäme mich dafür ein bisschen, aber wir mussten beide sehr, sehr darüber lachen, weil das einfach so trocken von der, es ging so trocken von der Leber weg, so als wäre das so ein, keine Ahnung, das ist das Haus von Nikolaus. Ja, das kam auch. Tut mir leid, Ingo Zamperoni. Smarte Grüße. Zuversichtliche Grüße. Ja, wie smart ist eigentlich Ingo Zamperoni? Oder ist der ist einfach das personifizierte Smart. Ja, ey, oder? Stell dir mal vor, du bist so smart und hast dann so einen geederten Pimmel, ey. 100% von allen Bergklettertoten sind weiße. Ja, nimm doch einfach die Sauerstoffflasche mit und dein Seil, wenn du kletterst. Ich fahre auch nicht auf die Autobahn und mache. Oh, vorher mache ich aber ein Airbag aus. Das gibt mir den restlichen Kitzel. Und was, also auch der, da haben wir wieder den Beerdigungselefanten im Raum. Wenn irgendwie ein Bekannter von dir beim Abnötauchen stirbt, du bist bei der Beerdigung. Also was ist da für eine Stimmung dann? Also da sagt also ja, da muss dann irgend so ein ehrlicher Onkel wird dann da stehen und dann einfach weiß nicht, was er sagen soll, und dann wird er sich räuspern und sagen, ja, das musste nicht sein, klar. Es musste nicht sein, klar. Aber trotzdem, blablabla. Und ab dann ist alles gelogen. Dann ist alles weitere gelogen, was er sagt, Tommy. Dann kommt kein wahres Wort mehr. Weil alles, was du dann Positives über diesen Menschen sagen musst, wird überschattet davon, dass er ein Apnoe-Taucher ist, ey. So ohne Seil beim Klettern abgestürzt. Ja, wir haben ihm ja eigentlich hier dieses Seil zu Weihnachten. Aber gut. Naja. Eric Clapton, Tears in Heaven. Alles klar, ich setze mich wieder hin. So, das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist genauso wie diese komischen Schneerettungshunde, die einem da erstmal einen Rumpf vorbeibringen. Ja klar, der Bernardiner, die sind Trinkerhunde. Die haben immer noch ein Mixgetränk dabei und so. Die sind richtig, die kommen unten, die klettern in dein Iglo und dann gibt's erstmal, haben den Bierhelm auf, dann gibt's erstmal einen Bierpong mit Bernardinern. Tommy, glaubst du, hat jemals irgendein Lawinenopfer zu dem Hund gesagt, so, Meister, mach's mir neuen. Meister, mach's mir doch ein. Ja, jedenfalls. Ich wurde mal angefragt für diese Silvestershow vom Brandenburger Tor, dass ich da Jokes, also Stand-up mache. Krass. Und
da hatte ich eine richtig gute Line und habe die dann so Becky vorgeschlagen oder gesagt, so, ich glaube, damit würde ich anfangen, das wäre doch witzig. Mhm. Und dann hat sie danach sich erstmal nicht mehr gemeldet und die nächste Info, und Tommy, die nächste Info, die ich bekommen habe, war, dieser Auftritt findet nicht statt. Und mein Vorschlag war, Tommy, dass ich da am Brandenburger Tor stehe, da stehen ja 100.000 Menschen, das ist ja wirklich völlig absurd. Ja, ja. Ich wollte dann so von der Bühne sagen, so, oh, ist da hinten ein LKW? So als Opener einfach so auf die Bühne kommen. Und dann Massenpanik. Und dann dachte Becky so, nee, das ist nicht das der ist richtige Mann nicht für ganz die Show. So gut. Das ist irgendwie, kriegst man auch, wenn man irgendwie die Maske vergessen hat, in der Stadt immer gut in der Apotheke. Dann gibt es immer diesen komischen Moment, wie man an der Türschwelle steht, als gut erzogener Mensch, so, ich hätte gerne eine Maske, wie wenn man irgendwo einparkt. Fahren Sie raus? Ja. Dann gucke ich immer so, ich hätte gerne eine Maske, aber ich darf ja jetzt nicht rein. Und dann kommen die immer so nett nach vorne und dann hat man irgendwie so ein Wir-Gefühl in dem Moment und dann knutscht man und ist mit so einer Apothekerin zusammen. Das geht ganz schnell. Und fickt sie neben dem Traubenzucker. Nee, und das Amerikalkind guckt einen so mit vorwurfsvoll an. Magst du Kirsche? Ey, das ist aber voll random, dass sich ausgerechnet so komische Traubenzucker so als Giveaway für Apotheken irgendwie durchgesetzt haben. Hier, Kalorien für unterwegs. Ja, ey, hier du komisches Kind, nimm Traubenzucker. Bei manchen Sachen mag ich Haptik, weißt du, dass du irgendwie so was drehst und drückst und greifen kannst. Ja. So, und also zu viel Touch, aber so Produkte, wo es mir konkret gerade... Was mir gerade spontan eingefallen ist, elektrische Zahnbürsten, die können mittlerweile richtig viel, die können zu viel, die haben verschiedene Programme. Die hören musst auch du mit zu, die geben dir die auch Ratschläge so fürs Leben. Die musst du mit USB aufladen und shit, die haben Ultraschall. Ich dachte, ich will nicht gucken, wie mein Baby aussieht, ich will nur die Zähne putzen, Alter. Nee, also türkische Pizzen, elektrische Zahnbürsten. Was? Ja, ich meine, irgendwie so zwei, so elektrische Zahnbürsten, türkische Pizza, ähnliches Wort. Nee, aber elektrische Zahnbürsten und auch so so Haarschneidemaschinen oder so Barttrimmer. Also das sind alles so Sachen, die haben so ein ganz klares Aufgabenprofil. Ja. Und dann hat man sich gedacht, ja, für zusätzliche Verkaufsargumente machen wir einfach noch mehr. So kreative... Ich habe mal für meinen Bruder, du weißt ja, Armut macht erfinderisch, und ich habe mal für meinen Bruder, der hatte einen Monat vor mir Geburtstag, der hat am 24.11. Geburtstag und ist 2 Jahre jünger als ich. Und als wir noch so Kinder waren oder vielleicht so, ich war vielleicht so gerade jugendlich, so 12, 13 mäßig, da hatte er Geburtstag und dann wollte ich für ihn und seine Freunde einfach so eine Schnitzeljagd organisieren, ja. Und dann, durch Neukölln. Ja, ne, halt da irgendwie bei uns so durch die Gegend und. Geil. Und ich habe da halt so verschiedene Aufgaben gestellt, mir überlegt und habe dann aber, also ich dachte halt, ja, voll geil, Mann, ich mach das einfach so, dann haben die da Spaß und am Ende kommt irgendein Lösungswort raus und dann, weiß ich was, so haben die irgendwie was zu tun, die jungen Leute, mäßig. Aber ich bin dann, als ich bei der Organisation dieser, oder bei der Planung dieser Schnitzeljagd, habe ich erstmal gemerkt, oh, das ist doch ja nicht so einfach. Und ich habe dann, Tommy, ich habe dann da teilweise so Fragen gestellt, die konnte man gar nicht beantworten. Die waren so ganz komisch, weil da gar nicht genügend Informationen vorhanden waren. Zum Beispiel, wir hatten bei uns so einen Spielplatz, der hieß Drehscheibe, weil da eine Drehscheibe war. Der war ein Drehscheibenspielplatz, kurz Drehscheibe. Und da habe ich halt einfach gesagt, wie viele so von da waren so eine komischen Holzpoller. Und da habe ich gefragt, wie viele Holzpoller seht ihr? Und dann ist mir später aufgefallen, ja, das hängt ja voll davon ab, wo man steht. Also das kann man gar nicht beantworten. Vor allem dann einfach zu sagen, falsch. Das war so ganz komisch, weil irgendwie jede Zahl stand dann für Buchstaben und es war ganz verkopft. Es hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Im Endeffekt habe ich dafür gesorgt, dass die Freunde von meinem Bruder eine scheiß Party hatten und sich da Ende November den Tod draußen geholt haben, weil es arschkalt war. 2 Grad. Oh Gott. Und war nie wieder, war lang das letzte Mal mit deinem Bruder, war nicht befreundet. Ich wohne jetzt seit, ich glaube, 3,5 Jahren hier in meinem Schloss. Ja. Und wie es mit Schlössern so ist, gibt es hier Probleme mit der Heizung. Man kennt es.
Der Heizungsskandal von Schloss Neuschwanstein beispielsweise. Ist ja auch egal. Jedenfalls, dann habe ich da neulich bei meiner Hausverwaltung angerufen und gesagt, Leute, ey, es reicht. Ich zahle keine Miete mehr, ehe ihr die Scheiße hier nicht gefixt habt. Das ist wahrscheinlich sogar dein gutes Recht. Jetzt Laienmeinung juristisch. Ich bin ja nicht so drin. Kann sein. Ist egal. Jedenfalls zahle ich nicht. So, bis es hier nicht geregelt ist, zahle ich keine Miete mehr. So, und dann haben die gesagt, ja, okay, wir kümmern uns. Und dann hatte ich letzte Woche einen Termin. Warte ganz kurz, ja. da folgt immer so der Müttersatz, komisch, geht dann doch. Ja. Wenn man mit Geld droht, komisch, geht dann doch. Egal, erzähl weiter, jedenfalls. So, und dann letzte Woche um 12 Uhr hatte ich hier, 12 Uhr mittags hatte ich einen Termin mit so einem Heizungsulli, wo die Ansage von der Frau aus der Hausverwaltung war, der machtet. So. Der klärtet. So, also Mittwoch um 12 war der Termin. Mittwoch um 10 klingelt's. Klar, absolut. Einfach was mal, hat er an? Einfach mal 2 Stunden zu früh ist der Mann da. So, ja. Dann gehe ich an die Gegensprechanlage so völlig verpennert, so, ja, hier ist XY von Heizungsulli e.V. So, sind Sie schon da? Dachte ich mir, ja, wir reden gerade über die Sprechanlage. Ich bin da. Ich bin da, Bro. Du bist 2 Stunden zu früh, ey, halt, komm hoch. Dann habe ich 2 Stunden früher wieder Wärme in der Wohnung. So, und dann kam der Typ da rein, der war so vielleicht Mitte 40. Auch ein netter Typ, aber kennst du so diese Heizungsullis oder generell so diese Handwerker, die so zu einem in die Wohnung kommen, die einen zu sehr in die Prozesse involvieren, inhaltlich? Die einem das ist eine Frontalvorlesung. Viel zu viel Input, viel zu viel Hintergrundwissen, viel zu viele Details über irgendwelche. Ey, der hat mir erzählt, wie das Pumpenmodell heißt, was wir unten im Keller zu stehen haben. Jedenfalls, dann läuft er hier durch meine Wohnung, guckt sich da jede Heizung an, erzählt mir zu jeder Heizung jedes Detail. Ich weiß, wenn ich zugehört hätte, wüsste ich alles über meine Heizung. Und denk dran, Tommy, die Situation ist immer noch, der Mann war 2 Stunden zu früh. Ich habe doch geschlafen, als er geklingelt hat, ja? So. Ja. Und ich hatte noch nicht Zeit, Dancing in the Moonlight zu hören. Ja, also ich war noch nicht moody. Jedenfalls. So, dann laufen wir hier lang und dann hat der Typ, dann habe ich denen da alles gezeigt, was nicht läuft und so, hat die ganze Zeit so, ja, klar, naja, nee, ich verstehe schon, naja, kann ich mir vorstellen, ja, ich glaube, ich habe da schon eine Spur. Und dann hat er, und das Witzige ist, dass er so, er war halt von einer anderen Firma als diese ganzen Ullis, die letzten 3 Jahre hier waren und er hat sich selber einfach so verkauft, als wenn er so die Special Forces ist. Also als wenn er so der letzte, also wirklich mein Name ist Frank, ich löse Probleme, weißt du, so. Als würde er dich dann so in den Arm nehmen, seinen Finger auf den Mund drücken, so alles wird gut. Ich komme her und drück dich so an seine Brust. Ich bin da. Ja. Ich verlege jetzt hier das Rohr. Und der meinte dann, der hat dann immer wieder von irgendeiner Frau Fichtner geredet. Keine Ahnung, wer Frau Fichtner ist. Er hat gesagt, Frau Fichtner. Code. Ja, ey, Frau Fichtner hat gesagt, ich soll das hier fixen. Tommy, Zitat, koste es, was es wolle. Und wenn es das Letzte ist, was ich wirklich tue. Ey, by any means necessary. Alles klar, Malcolm X, Alter. Dann schwing dich an die Heizkörper. Und dann ist er dann eine Stunde durch meine Wohnung getigert, hat sich Millionen Notizen gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann so mitreißen lassen, weil er wirklich sagt, so koste es, was es wolle, ich gehe erst, wenn diese Heizung wieder läuft. So, USA. Und ich sag mir so, ja, Mann, jetzt los, willst du einen Kaffee, Alter? Und dann meint er, ja, und dann meinte er einfach ganz trocken, gut, dann machen wir einen Termin aus, dann komme ich nächste Woche wieder. Ey, so, was? Er hat sich richtig hochgepusht. Richtig hochgepusht. Und ist dann wieder gegangen. Ja, und dann meinte er, ja, das kann ich nicht alleine machen. Also da muss ich mit einem Kollegen kommen natürlich. Und Tommy, da meinte er nochmal, Zitat. Ja, und dann und sag ich Ihnen ganz ehrlich, Herr Lobrecht, also an dem Tag brauchen Sie sich nichts vornehmen. Also wirklich, der hat hier wirklich. Also da muss richtig Hand angelegt werden. Ich hatte übrigens letztens wieder, ich bin ja nicht so gut in Social-Situationen und der Internetmensch kam und hat mein Internet angebracht. Und wir waren, man muss dann ja immer in den Keller, da machen die ja so Sachen, die wir nicht verstehen, machen da irgendwas so geht. Und dann geht man wieder zusammen hoch. Und ich wohne, wie gesagt, relativ weit oben, ohne Aufzug. Und der Mann war sehr erschöpft. Und ich bin einfach mit fremden Leuten im Smalltalk nicht gut. Und dann kamen wir rein, der völlig außer Atem sagt so zu mir, boah, du kriegst auch nicht häufig Besuch, oder?
Und das habe ich nicht verstanden, dass das ein Gag war, bezogen darauf, dass man halt in den fünften Stock gehen muss, wenn man mich besucht. Und ich so, ja doch, also mein Bruder kommt manchmal, ist halt Corona jetzt, ne? Und ich habe ab und zu Freunde hier, aber halt nie mehr. Wie viel darf man jetzt? Zwei Haushalte? Dann hast du in so ein Gespräch aufgezogen. Hast du dich verheddern lassen, ey. Ja, der Typ guckt mich so an, so, wegen dem Blick, während er so an meinem Router, an der Fritzbox da rumwurschtelte. Ich so, ach so, wegen dem Fuffi. Ja, ja, klar. Und hat so weggeguckt so, und hat so weiter seine Arbeit gemacht. Dachte, glaube ich, auch so, wow, Gott, Thomas, so Medien-Heini. Ja, wow, aber Thomas, so, doch, manchmal schon. Mein Bruder kommt manchmal jetzt so, klar, Familie muss man jetzt Abstand halten, aber es ist halt Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, weil du so ein abgehobener Medienhirni bist, ja. der nicht mehr sich vorstellen kann, dass auch das gemeine Volk Humor hat. Nur weil das für dich, dein Job ist. Du hast ihm unterstellt, dass der nicht einfach witzig sein kann. Ey, ist das eigentlich alles wie immer? Richtig, richtig komische Situation, Tommy. Mhm. Um jetzt hier mal kurz wieder ins echte Leben zu kommen. Ja. Und zwar, ich kann meine Küche gerade nicht betreten. Und jetzt fragst du dich, warum kannst du deine Küche nicht betreten? Felix, kann ich dir sagen, ja. Tommy, schön, dass du nachfragst. Felix, warum kannst du deine Küche nicht betreten? Ja, danke schön. Es wäre richtig witzig, wenn ich dir jetzt nochmal deine Geschichte klaue und du deine Küche eigentlich nicht betreten kannst. Egal. Kennst du das, wenn dir irgendein Kumpel so eine Geschichte erzählt und die hast du dann einfach so gehört und dann erzählst du die Geschichte so weiter, als wenn es deine eigene ist? Und dann irgendwann hast du so einen Kreis geschlossen, erzählst du ihm die und dann... Dann wird's peinlich. Ah. Ja. Jedenfalls, ich kann meine Küche nicht betreten. Und zwar war meine Tante heute bei mir. Meine Tante ist ja hobbymäßig leidenschaftliche Künstlerin, aber beruflich ist sie Kulissenmalerin. Die malt so Filmkulissen und Theaterkulissen und bla bla bla. Als ich sie getroffen habe, hat sie mir gesagt, ich bin Gestalterin. Genau, als du sie getroffen hast, hat sie gerade mein Wohnzimmer gestaltet. Und jetzt hat sie mal wieder was gestaltet. Und zwar, ich weiß nicht, was hier los war, aber der Eigentümer meiner Wohnung, das Dachgeschoss wurde neu auf das Haus raufgebaut. Und der hat hier alles richtig schön mit so massiv Eichenholzparkett ausgelegt. Außer einer Küche, da hat der Mann sich gedacht so, ja, hier so ein schönes grünes Linoleum. Einfach ein richtig schönes grünes Linoleum. Ja. Und ich durfte da nicht diesen Boden rausreißen, obwohl ich den mega hässlich fand. Und da habe ich mir gedacht, ja nee, dann mache ich dir jetzt irgendwie anders schön. Hatte meine Tante Ela die Idee, den so mir so auf so Sichtbetonoptik zu waschen. Ja, also man kann den dann so den lackiert man und dann streicht man mit mehreren Ebenen Farben drüber, dass es so eine Struktur bekommt und so weiter. Und damit hat sie heute angefangen, sprich mein Küchenboden ist gerade voller Lack. So, und deswegen darf ich nicht in die Küche, ja. Und das Nervige war, dass ich mir gerade einen Kaffee machen wollte vor der Aufzeichnung. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, naja, meine Kaffeemaschine ist in der Küche. Wie lange hält denn dieser Zustand noch an? Ja, der hält nämlich bis morgen früh an. Seit heute Mittag bis morgen früh darf ich die Küche nicht betreten. Und jetzt habe ich hin und her überlegt, wie ich jetzt an Kaffee komme und habe mich dann wirklich auf meinen Herd gestellt, weil ich habe so eine Kochinsel und dachte, vielleicht kann ich von da so auf die Anrichter auf der anderen Seite springen, weil da ist meine Kaffeemaschine wie so ein Ninja. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und dann stand ich einfach kurz auf meinem Herd wie so ein Idiot. Und dann bin ich aber rausgegangen, um mir einen Kaffee zu holen. Ich stand einfach auf meinem Herd. Das ist so geil. Ja. Das ist ein erwachsener Mann, völlig unwürdig, in seiner eigenen Wohnung auf dem Herd steht. Ja, und das auch hat alleine. Alles Hand und Fuß in dem Moment. Alleine ist noch komischer irgendwie, weißt du? Also es ist wirklich, oder es ist doch wirklich wahrscheinlicher, dass man mit jemand anderes in der Wohnung auf seinem Herd steht, als alleine. Also das stimmt. Das ist wahrscheinlicher. Das macht aber weißt du, das würde doch ist, Felix, du musst heute Nacht oder heute Abend du musst gegen den Durst Wasser trinken aus dem Wasserhahn im Badezimmer. Das wissen wir alle, das macht man nicht. Das geht nicht. Schmeckt anders als das Wasser in der Spüle. Ja, das ist Absturz. Aber vielleicht, jedenfalls war ich dann mir dann draußen Kaffee holen. Dann hatten auf einmal alle Cafés hier schon zu, wo ich mir dachte, ja Corona hin oder her, aber ich möchte hier um 19.30 Uhr noch einen Kaffee haben oder was. Dann bin ich halt so ein bisschen durch Kreuzberg gelaufen und dann ist mir so ein türkischer Mann entgegengekommen, der hat telefoniert, woher ich weiß, dass es ein türkischer Mann war. Ich hab's gesehen. So, und wir sind hier in Kreuzberg. Aber jedenfalls ist er mir entgegengekommen und ich habe so ein Gesprächsfetzen von seinem Telefonat mitbekommen. Und ich hab zwei Wörter mitbekommen und zwar hat er gesagt, tamam okidoki. Weißt du, was eine richtig unangebrachte Kinderfrage wäre? Ja. Einfach wirklich so eine Kinderfrage. So, ich habe mir eingemacht, was soll ich jetzt machen?
Ich habe immer so Kinderfragen. Ja, genau. Aber das Code. Ich muss Kacki wo? Wo kann ich jetzt Kacki? Stell mir vor, du hast eine Frage. Du hast eine Frage an den Chefingenieur von der NASA. Fragst, ich muss Kacki wo denn? Wo kann ich Kacki machen? Oh Gott. Erstens, erste Frage war aber, warum haben die dieses Gefährt nicht Maserati genannt? Fällt mir gerade ein, spontan. Ja, ja. Oder? Ja. Wir brauchen einen Namen dafür. Maserati ist okay. Wenn du auf diese Kugel zufliegst, auf den Planeten Mars, fliegt man einfach die ganze Zeit auf so eine Kugel zu. Aber irgendwann ist der ja so groß, dass es dann nicht mehr dieses Kugel-Zuflieg-Bild gibt, sondern du bist plötzlich in der Umlaufbahn und plötzlich ist das ganze Ding so eine Fläche, so wie als würde man jetzt einfach 20 Meter über der Erde schweben. Ab wann, dann das kippt ja irgendwann. Also zwischen diesen beiden Dingen, wann das ist, weißt du, wenn du in die Umlaufbahn kommst und plötzlich das nicht mehr aussieht wie eine Kugel, sondern wie was Flaches, wie ein flaches Land. Das finde ich ganz strange. Das ist doch wirklich eine Kinderfrage, oder nicht? Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kacki-Frage anspruchsvoll war. Das hat ja wirklich einfach nur was mit der Perspektive zu tun, wird er dir sagen. Weil wenn du ihn fragst, wo man Kacki kann, dann musst du ja kurz überlegen. So, ja, muss er wissen. Das andere ist einfach, aber, ja, das... Aber was ich mich neulich gefragt habe, sag mal, diese ganzen Flat Earther, ja, die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, Shoutout an der Stelle, Flat Earther Movement all over the globe, haben die doch mal selbst getwittert. Aber jetzt mal kurz ernsthaft, Tommy, denken die eigentlich, dass alle Planeten flach das sind? Das habe ich mir auch mal gefragt, ob überall so kleine Pizzen durchs Universum fliegen. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil, also entweder die denken wirklich, alles ist flach, weil das würde ja völlig der... Also das kann man ja einfach sehen, beispielsweise, dass der Mond offensichtlich nicht flach ist. Also ob die entweder quasi dafür dann für jeden einzelnen Planeten auch eine Theorie haben, dass der eigentlich nicht flach ist und die uns das nur erzählen. Weil wenn die glauben, dass die rund sind, dann wäre das ja so, nee, wir glauben euch alles, was ihr allmählich erzählt, nur bei der Erde. Nur bei der Erde. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, die negieren die sämtliche Existenzen. Ja, die negieren Planeten, einfach oder? Das All, sowas Komisches. Die negieren gibt's einfach so. Nicht. Nee, gibt's nicht. Ich hatte eine komische Situation. Ich war mal wieder in einem moralischen Dilemma. Ich habe im Rewe, kennst du das, wenn du so mittags nicht weißt, was du essen sollst, dann gehst du in den Supermarkt und holst dir so Snacks, irgendwie so verschiedene Sachen. Absolut hab mir so nicht. Okay, und haben mir unter anderem. Das wäre wirklich eine gänzlich fremde Situation. Ich war gestern beim Bäcker und meinte, ich kann ja, daran siehst du schon, wie schlecht ich in Mathe bin. Ich will dann in meiner Gesellschaft teilnehmen. Das ist jetzt nicht das moralische Dilemma. Ich füge gerade eine andere Geschichte ein. War beim Bäcker und sagte, dann habe ich sowas gekauft. Und dann war das so eine krumme Zahl. Und dann will man ja immer so, ich habe noch 10 Cent, so, um das dann aufzurunden, damit die eine glatte Münze zurückgeben kann. Ja. Aber ich mache das immer völlig falsch, weil ich kann das einfach auch das nicht. Ich bin richtig dumm in diesem Ding. Und dann habe ich so gesagt, hier, ich habe noch 20 Cent, helfen die? Und sie auch, da hast du gemerkt, die Frau hat Humor, Timing. Türkische Frau sagte so, absolut nicht. Sie hat einfach nur gesagt, und hinter mir war eine Riesenschlange und die hat mich komplett blamiert. Völlig zu Recht. Aber kennst du so Leute, die so Geld dazugeben wollen, damit man irgendwie sauberer Geld zurückkriegt, die es aber dadurch viel komplizierter machen? Ja, genau, das meinte ich ja gerade. Ja, ja, genau. Genau, das meinte ich ja. Genau. Aber die das so komplizierter machen, also die es so selbstbewusst machen. Du hast ja wenigstens noch den Anstand gehabt zu fragen, ob das hilft. Aber dann gibt's ja so Leute, die legen dann einfach, kommentieren einen Euro dazu. Ja, so umkommentiert, so 70 Cent schieben die noch so rüber. Einfach so, und 70 Cent, die auch erst so zusammengekramt haben. Dann so, ja, und dann, das dauert und dann. Und dann ist der Kaufbetrag aber einfach 4 Euro. So. Also ja, und das sind auch schon so warme Münzen, die man schon in der Kasse so in der Hand hat. Also warme Münzen, ist eklig. Also folgendes Dilemma. Ich stand am Kühlregal und entschied mich, nach langer Zeit mal wieder für einen Bulgur-Salat. So, fertig. Fehlkauf. Ja, ja, natürlich. aber ich war etwas überfordert, hatte wenig Zeit. So, komm, was macht schnell satt? Gib her, das Ding. Aber noch anderen Kram habe ich dazu gekauft. So, gekauft. Gehe aus dem Rewe raus, merke, ähnlich wie bei einem, die Folie oben war schon offen. Das heißt, das ganze Ding war schon auf. Da hat entweder jemand reingegrabbelt oder es war kaputt. Müsst ihr euch so vorstellen, wie als würde auf einem Nutella-Glas diese goldene Folie schon weg sein.
so ein Unbehagengefühl dann. Und ich stand da und dachte so, gerade so ich mit meiner immer noch Monk-Attitude manchmal, das kann ich auf keinen Fall essen. Geht nicht. So, das ist schon auf, so, boah, weiß nicht. So, jetzt saß vor dem Rewe eine obdachlose Frau. Ah ja. Und dann dachte hast du sie gefragt, haben Sie das aufgemacht? Nein, was soll das? Warum machen Sie das auf und kaufen Sie das nicht? Dann habe ich ihr das Geld weggenommen als Strafe. Warum kaufen Sie das nicht, hä? Entschuldigung, wo kann ich Kaki? Nein, also, dann war da eine obdachlose Frau, vermeintlich obdachlos, und ich dachte dann innerlich so, weil ich wollte diesen Salat gerade wegschmeißen. Ja. Da kann man jetzt auch den Stab schon über mich brechen, so dass das vielleicht verwerflich sein mag sein. Ich wollte ihn auf jeden Fall wegschmeißen, weil ich kann das dann nicht essen. Dachte dann aber, warte mal, Nein, das ist das, was dann gekickt hat, diese Denke. Also, ich dachte dann, ich könnte ja auch diese Dame fragen, ob sie noch Interesse daran hätte. Aber wie arrogant ist es bitte, wenn jemand wie ich dann sich so am besten noch so hinknien? Folgendes. Diesen Salat wollte ich eigentlich essen, aber er ist ja schon auf, ne? Ist ja eklig. Wollen Sie den vielleicht? Das wäre ja der Subtext. Ja. Und was hättest du gemacht? Ich habe mich entschieden fürs Wegwerfen tatsächlich. Mhm. Und Tommy, es gibt auch wirklich so die analogste, aber sicherste Waffe im Drogenschmuggel sind Hunde. Hunde. Du kannst Hunde nicht verarschen, wenn die an deinem Koffer schnuppern, die finden es. Ja. Und wenn hast die du das schon mal erlebt? Ich hatte das einmal. Echt? Also ich habe keinen Drogen geschmuggelt, aber ich bin in den USA gelandet, in South Carolina und dann in Charleston. Und dann kam auch so eine Frau, die hat mich so beschnuppert. Also nicht sie, leider nicht, aber mit ihrem Hund. Und dann hat die so... Und ich stand da so, aber man sollte ja besser nichts sagen. Aber das ist schon, ich hatte ja nichts Wildes mit, aber es ist schon ein komisches Gefühl, weil du weißt genau, ja, wie du schon sagst, den kannst du nicht verarschen. Der sieht dem sind eingenähte Sachen egal. So. Ja, der riecht das, weil er sein Leckerli haben will. Ja, und auch mit diesen ganzen Kindertricks irgendwie so, ja, dann mache ich so ein bisschen Kaffee drumrum, dann riecht man es schon nicht mehr. Doch, der Hund riecht es. Glaubst du, Hunden ist das bewusst, wenn die irgendwie nach ihrer Karriere befragt werden, die Hunde, dass, wenn ihnen gesagt würde, es ging gar nicht in diesem Spiel darum, dass du ein Leckerli bekommst, sondern du hast Leute in den Knast gebracht und von den Familien getrennt. Du hast nur Leute verführt. Ob die dann so sich die Pfoten vors Gesicht halten, so, nein, wuff, was habe ich gemacht? Ja, den Schwanz einklemmen. Ja, so ein Hund hinter so einer Schattenwand, der mit verzerrter Stimme spricht, so, ja, also man hat uns echt gesagt, so, so ein Hund. Mir war gar nicht klar, dass ich da teilweise Familienväter angeschissen habe. Uns wurde echt gesagt, gut gemacht, Dickerchen. Ja, wahrscheinlich ist es genauso. Die werden sich nicht bewusst, was sie da tun. Ja, die sind quasi von Beruf an Scheißer. Also, das ist ja. Ja, aber unbewusst. Die geht's ums Leckerli. Das ist immer so geil, wenn Leute so Hunde so die Intelligenz so hochstilisieren. So, ja, das sind ganz. Die werden so, das wird so trainiert, dass die eine Belohnung bekommen. Ohne die Belohnung finden die auch keine Drogen, weil denen das scheißegal ist, ob da Leute mit einer Tasche stehen. Ja, das sieht die nicht. Die wollen das Leckerli und das wird so getrainiert. Nee, die sind ganz intelligent. Die glauben auch an den Rechtsstaat. Dieser Hund erklärt sich ganz klar zu Artikel 20 im Grundgesetz. Aber Felix, was heute? Der Hund findet, was du ihm sagst, was er finden soll. Hauptsache, er kriegt sein Leckerli. Ey, es gibt doch jetzt auch... Wenn kleine Siku- oder Matchbox-Autos verboten werden, dann wird er die finden. Ja. Das ist halt, das verstehen die Leute Sag mal, nicht. Kriegen ich glaube, Hunde, ich verstehen das alle, ehrlich gesagt. Gibt's eigentlich, es gibt doch diese Corona-Hunde, soll es doch geben. Hast du es mitbekommen? Die Corona-Schnüffeln? Ja, genau. Die sollen erschnüffeln können, ob du infiziert bist oder nicht. Ich glaube, ähnlich erfolgreich wie die Corona-App. Ah, ja. das finde ich aber auch, laut meiner Corona-App ist die Pandemie seit Mai vorbei. Es ist wie Clubhouse irgendwie, da ist mehr los. Ich verwechsel in Köln immer den Rudolfplatz, den Friesenplatz und den Zülpicher Platz. Ja, genau, das ist ja auch einfach so auf einer Linie. Das ist das Schöne an Köln, alles so, da liegen jeweils so 7 Gehminuten dazwischen. Also deswegen ist es dann nicht so wild, wenn man sich da vertut. Aber der Rudolfplatz, warum heißt der denn Rudolfplatz? Er ist einfach benannt nach Rudolf Platz. Nein, kleiner Scherz, den muss ich einfach aber es wäre witzig, oder? Gibt es wohl einen Platz da draußen, der nach einem Platz? Rudolf, also wenn so Leute so, wenn da wirklich jemand Platz mit nachher heißt, nachdem wir irgendwas benannt, das ist irgendwie Rudolfplatzstraße, da muss man es doch Rudolfplatz nennen. Egal. Der Bernhard Platzplatz. Rudolfplatzplatz. Weißt du eigentlich, wer die FFP2-Masken erfunden hat? Frank FFP2? Nee, Timo FFP2. Ja.
Schöne Grüße an der Stelle. Timo, MF4. Liebe Grüße. Ey, ich muss hier direkt mit einer Bezugnahme, zur letzten Folge starten, Tommy. Und bitte. Zwar hat mir ein Jan geschrieben. Und wir haben ja letzte Woche darüber geredet, ein Jan kommt selten allein. Also ist der Name Jan meistens nur vorbereitet auf einen zweiten Namen. Ja. Und er hat darauf auf welche Bezug zum genommen. Beispiel? Also so ein Hendrik-Tsunami kommt dann. Und ja, Jan Hendrik, Jan Mattes, Jan Erik, Jan whatever. So. Ja. Und er hat mir geschrieben, und ich fand die Nachricht auch sehr gut gewordet, deswegen möchte ich die genauso vorlesen. Er hat geschrieben, kein Hallo, gar nichts. Er war direkt ins Thema. Oh, der war sauer. Der war nicht sauer, war ihm wichtig. Es war ihm wichtig, das merkst du. Ja. Er hat geschrieben, Bezug nehmend auf einen Jan kommt selten allein. Ich heiße Jan Daniel Lamm und bin sehr froh über den Daniel dazwischen. Die musst du sofort, ich weiß, du arbeitest nicht mit solchen, aber mit dem müsstest du sofort als Autorin einstellen. Ja, das ist ein richtiger Felix-Lobrecht-Gag. Ja, ich bin sehr froh über den Daniel dazwischen. Das fand ich richtig gut gewordet, ey. Ja. Sonst würde es mir mit meinem Namen vermutlich eher wie dem guten Jörn Schlönvogt gehen. Die Nachricht ist so richtig rund. Also Shoutout an Jan Daniel Lamm, Ehrenmann. Ja. Tommy, nächste Frage. Ja, warte, ich muss ganz kurz pissen, ey, ich sterb sonst. Sorry. Okay, Felix geht pinkeln. Ich werde jetzt einfach überbrücken mit Gerhard Schröder-Imitation, glaube ich. Immer toll. Ich lese jetzt einfach mal die Bild-Zeitung vor. Ich gehe mal hier auf Bild.de. Da müssen wir das auch nicht rausschneiden. Was gibt's denn hier? Was haben sie denn geschrieben? Immer, ist in Hannover was passiert am Standtor? Oder als Kohl? War Kampf um Kanzlerkandidatur. Keine Einigung zwischen Söder und Laschet. War FDP-Vize-Kubicki-Klarat. Zitat. Da muss ich die CDU erneut suchen. Und daneben ist direkt ein Artikel von Baerbock mit der Überschrift Entscheidung über Kanzlerkandidatur. Schicken die Grünen heute noch Baerbock ins Rennen. Die müssen mal mich wieder ins Rennen schicken. Das wäre was. Da kommt der Felix zu, sitzt sie von Spiegel TV. Warum haben sie ein Mikro in der Hand? Wie wird das pinkeln? So, und jetzt können wir nochmal weitermachen, ohne das rauszuschneiden. Da schneiden wir an Dominik, der dann heute frei hat. Das schneiden wir mit ganz großer Sicherheit raus. So. Auf gar keinen Fall. Das wollen die Leute. So, jetzt erzähl weiter. Und um hier nochmal eine krasse Blamage von meinem Bruder zu erzählen. Einfach, weil er sich gerade nicht wehren kann. Wir waren mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir waren mal, mein Bruder, mein Vater und ich haben mal sowas wie so eine Jugendfahrt gemacht. Das gibt's auch für Familien. So. Okay. Also so eine organisierte Reise, so fahren dann so verschiedene Familien einfach so mit dem Bus. Wir sind nach Kroatien gefahren. Ja. Ich war 14, mein Bruder war 12. Haben wir dann so zu dritt in so einem Zimmer gepennt, mein Vater, mein Bruder und ich, in so einer schlechten Pension, und die anderen Familien, die da mitgereist sind, haben alle da halt gewohnt. So. Mein Vater war gerade irgendwo unten draußen und mein Bruder und ich waren so im Zimmer, und dann lief im Radio so dieses Lied Johnny B. Kennst du das noch? Ja, Johnny B. How much there is to see. Und mein Bruder und ich waren ja früher schon immer so albern und wir haben uns übertrieben über dieses Lied lustig gemacht, ja. Dann hat mein Bruder dieses Lied so richtig laut, so aus Spaß mitgesungen, um es zu verarschen. Mhm. So auf dem Balkon, so Johnny B, also riecht mit Augen zu, how much there is to see. So, und dann hat er sich umgedreht und direkt an dem Balkon, der war wirklich dicht an dicht, waren die Nachbarn und haben ihn einfach nur dabei zugeguckt, wie er da aus tiefstem Herzen diesen Break in der Hook, weil er sagt dann so, how much there is to see, just open your eyes and listen to me, Tommy, dann geht's nochmal los, dann ist es so, straight ahead, how is the with the wet. Und dann hat mein Bruder das einfach so richtig peinlich mitgesungen, ey. Dann hat er gesehen, dass er dabei beobachtet wurde, ist dann einfach nur zurück ins Zimmer gerannt, ey. Hat der sich blamiert, ey. Hast du dich blamiert, Julian, ey? Peinlich, ey. Da würde ich lieber viermal Tierlänge noch am Telefon sagen, als diese Situation zu erleben. Naja, so. Ja. Oh. Ey, apropos ungebräunte, dicke Weiße. Hier war gestern eine Fahrraddemo. Und also gestern auf dem Sonntag war hier eine Fahrraddemo, okay? Ja, klar. Und ich wusste davon nichts, weil ich habe aus Versehen den Newsletter von fahrraddemo.org deabonniert. Bedeutet Fahrraddemo ist wie in NRW, wir wollen breitere Fahrradwege und weniger Autos, oder was heißt Fahrraddemo? Oder einfach eine Demo, aber auf Fahrrädern, so gegen Walfang und so. Ja, ja, es war eine Demo auf Fahrrädern. Und ich war. Aber hat gar nichts mit Fahrrädern zu tun, oder was? Nee, die hat gar nichts mit Fahrrädern zu tun, glaube ich.
Also, na, es war halt wieder so, es war halt so eine typische bunte Pfanne und ich glaube, viele Demos steigen gerade auf Fahrrädern um, weil das irgendwie nicht so strenge Maßnahmen hat, wie wenn du zu Fuß das machst. Tommy, weißt du, wenn du das freien kannst, den Deivel oder den Geier? Der aber wie, lang, aber wie langsam man fahren muss, da muss man so, wie man versucht, nicht umzufallen, so wackeln mit dem Vorderrad. Oh. Ja, ja. Jedenfalls, ja. Ich wusste nichts davon, okay? Und okay. Mein Fotograf und Homie Marvin Ruppert ist gerade hier, aus Gründen, die ich zu späterem Zeitpunkt in dieser Folge auch nochmal nennen werde. Und wir waren Kaffee trinken. Wir sind hier einfach bei mir so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, sind dann irgendwann in der Oranienstraße gelandet, hier mitten in Kreuzberg. Okay. Und wussten nichts davon. Und auf einmal kommen da so wirklich so, ich sag einfach mal, 1900 Fahrradfahrer vorbei. Klingelnd, und dann gab's halt klingelnd. Klingelnd und dann gab es so alle 60 Meter, also es war halt eine ewig lange Schlange, die einfach nicht zu Ende ging. Und alle 60 Meter gab es halt einen, so einen Uli, der mit so einem Lastenfahrrad und so einer Boxenanlage mit irgendeiner Drecksmusik da einfach langgefahren ist, ja. Und ich habe so ein bisschen beobachtet, worum es denen so ging. Also es ging um Umweltschutz, aber es ging auch ganz viel um Berlin bleibt bunt und Multikulti und all diese Sachen. Okay, also die hatten wenigstens noble Absichten und es war jetzt nicht irgendwie so eine Querdenker-Schwurbelei. Nee, sie hatten irgendwas hatten sie. So. Okay. Und ganz viel so buntes Berlin und Berlin bleibt bunt und bla bla bla. So. Mhm. Inhaltlich alles tippitoppi, habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Aber was mir dann wirklich aufgefallen ist, und dann frage ich mich, ob die das nicht merken. Und das ist ja, und das kritisiere ich ja immer wieder an dieser Art von Linkssein, ob die das nicht merken, Tommy. Das war eine deutschen Quote von 100%. Da war kein einziger, der nicht weiß war dabei. Das muss denen doch mal auffallen. Die müssen da sehen, ja, buntes Berlin, guck dich doch mal um. Alle um dich rum heißen Tim. Jeder hier heißt Tim. Selbst die Frauen heißen Tim. Ihr heißt alle Tim und Marie. Das muss doch mal irgendwem auffallen. Das ist genau dieselbe Scheiße wie das letzte Mal, was ich da erzählt habe, wo die da irgendwie mit irgendeinem Funkformat da irgendwelche Linksextremisten, also selbsternannte Linksextremisten oder Linksradikale getroffen haben, die auch alle. Und wir treffen jetzt Patrick, Florian, Tim, Chris und Tim. Warum ist die Tim-Quote Hannover. So hoch? Aber warum ist die Tim-Quote so hoch, glaubst du? Ja, weiß ich auch nicht, aber das muss denen doch mal auffallen. Die Ausländer wollen mit eurer Scheiße nicht spielen. Nobody cares. Ihr sendet komplett ins Leere, ihr Deutschen. Ich dachte wirklich, das wird so eine entspannte Sommerfolge. Ja, ist es doch. Ist doch alles entspannt, aber das muss doch mal irgendwem auffallen, sage mal. Sage mal. So, ihr fordert Diversität, shitstormt irgendwelche Filmcastings, irgendwelche Unternehmen, weil sie nicht divers genug sind. Ja, ist ja alle, fangt doch aber mal bei euch an. Fangt doch bitte bei euch selber an. So, guckt doch nach rechts und links. Heißen die beide Tim? Ja, okay, dann lasse ich Adidas noch in Ruhe, bis es nicht mehr so ist. Meine Güte, ey. Naja. Das ist der Vibe, den ich erwartet habe. Ich... heißen alle Team. Dann würde ich sagen, was ganz klar bei mir zu erkennen ist als Muster, mein Frühstück wird sehr obstlastig im Sommer. Sehr obstlastig. Mhm. Und ich glaube, Bömi hat den Begriff geprägt. Ich bin dann Berry Rich. Ich kaufe sehr viele Beeren, Himbeeren. Das hast du hier schon mal, hast du schon mal im Podcast erzählt. Blaubeeren. Eine Beobachtung, die ich noch nie gemacht habe, aber ja. Das, also, ja, Früchte, kalte Früchte vor allen Dingen. Oh. Früchte müssen, also so geile, ich bin nicht so der Melonenfan, aber Melone kalt ist schon geil. Mir wurde jetzt auch beigebracht, den Apfel mal in den Kühlschrank zu legen und das ist wirklich, ich finde jetzt wieder, wir haben uns zerstritten, aber ich finde den Weg zum Apfel zurück gerade. Ja. Es ist schon, ist klar, es ist halt Tommy, einfach. Vielleicht solltest du deinen alten Nachbarn mal in den Kühlschrank stellen. Also ist ja auch wieder interessant, der Idiot, der da immer noch steht und keiner sagt ihm Hallo, ey. Ich muss aber wirklich sagen, der Apfel ist so ein bisschen so, ist halt so der, keine Ahnung, Lewis Hamilton unterm Obst. Was? Voll der Scheißvergleich. Aber irgendwie ist es halt so ein Gewinner. Schwarz und reich, Leute. Kennt ihr. Ansonsten gemischtes Hack abonnieren auf Spotify. Und ja, Leute, ich hab noch was ganz kurz, aber ich mache erstmal die Abmod. Ja.
Das war Gemischtes Hack diese Woche, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wisst Bescheid, Alter. Mittwoch ist und bleibt Hacktag. Bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander. Und ich habe etwas mitgebracht zum Abschluss. Und ja, zwar, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich musste in der Grundschule mal so ein altes berlinerisches Gedicht auswendig lernen, Tommy. Ah, geil. In der vierten oder fünften Klasse mussten wir es mal auswendig lernen. Ja. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe mich neulich an eine Line daraus wieder erinnert und habe die dann gegoogelt, weil ich mir dachte, ah, das war doch ein ganzes Gedicht. Und dann habe ich es wiedergefunden. Und ich finde es so niedlich. Und das möchte ich einfach gerne kurz vorlesen. Und dann würde ich dir die letzten Worte erteilen, wie jedes Von Mal. Von wem ist es? Ja, bei Wikipedia steht's, es ist von Kurt Weill. Und okay, es ist ich dachte, es wäre ein Gedicht, aber es ist anscheinend ein Musikstück. Es heißt das Klopslied, aber ich kenne nur den Text und musste ihn als Gedicht auswendig lernen. Okay. Und es ist von 1925 aus der schönsten und besten Stadt der Welt, nämlich Berlin. Die Partyzeit, die 20er. Ja, ey, golden 20er. Okay, Leute. Kurt Weill. Berlinerische Gedicht. Ich sitze da und esse Klops. Auf immer kloppt's. Ich kieke, staune, wundere mir. Auf immer jetzt so uff die Tür. Nanu, denk ich. Ich denk, nanu, jetzt ist so uff. Erst war sie zu. Ich gehe raus und kieke. Und wer steht draußen? Icke. Das ist doch grandios. Aber das ist super. Das ist super. Mega gut. Das ist wie bei Heinz Erhardt. Das ist einfach Comedy, die keinem weh tut. Und einfach ja, toll, trotzdem toll ist. Ja, ich gehe raus und kieke und wer steht draußen? Icke. Leute, sehr gut. Sehr, sehr das gut. War Gemischtes Hack für diese Woche. Mein Name ist Felix Lobrecht. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Vielen Dank erstmal fürs Gedicht. Ich habe gar nichts zu sagen. Ich gehe jetzt runter in den Kiosk und kaufe mir jetzt einen Gipfel. Da habe ich richtig Hunger drauf. Oh, jetzt einen Gipfel. Holst du ja auch einen? Ich hole mir jetzt auch einen Gipfel. Oder eine Versandtasche. Schön mit Soße. Mal gucken. Aber Tommy hat das Spiel gar nicht verstanden. Oder eine Heizung. Tschüss.